Seit genau einer Woche ist Michael Oenning der neue Trainer beim 1. FC Magdeburg. Und am Freitag, da wartet schon das erste Pflichtspiel bei Greuther Fürth. Und vorab legt er noch heute einen kurzen Stopp bei uns hier im Funkhaus in Magdeburg ein. In gut 47 Stunden geht es für Michael Oenning um die ersten Punkte als FCM-Trainer. Einen Tag vor der Abreise wirkt er ziemlich entspannt im Gespräch mit den Online-Kollegen beim Podcast. Auch bei der heutigen Pressekonferenz ist seine Richtung klar. Jeder Trainer hat einen anderen Schwerpunkt. Einer mag vielleicht ein bisschen offensiver sein. Wie sich das dann gestaltet, hängt auch davon ab, wer steht mir zur Verfügung. Nicht zur Verfügung steht ihm Mittelfeldmann Alexander Ignowski. Er fällt mit komplizierter Ellenbogenverletzung wochenlang aus. Jetzt ist das restliche Team gefordert. Eine Woche lang gab es neue Impulse vom neuen Cheftrainer. Die Inhalte sind halt ein bisschen anders. Es wurde ja schon gesagt, es wird viel auf Passspiel gelegt. Und nicht nur, dass er beim Mitspieler ankommt, sondern auch, wo er beim Mitspieler ankommt, dass er auf dem richtigen Fuß landet. Da ist der Trainer sehr penibel und das ist auch gut so. Michael Oenning hat als Ex-Nürnberg-Trainer mit dem kommenden Gegner mehr als noch eine Rechnung offen. Führt, da will man was holen, da muss man eigentlich gewinnen. Aber das ist natürlich jetzt was anderes, weil wir mit Magdeburg kommen. Aber ich weiß zumindest, dass ich da nicht hinfahre und mit dem Gefühl, ich möchte da verlieren. Also für mich ist das schon ein wichtiges Spiel. Wichtig ist es auch für die Mannschaft, nach 5 sieglosen Partien wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Die Einstellung in den Köpfen stimmt. Das brauchen wir auch, dass wir an uns glauben, dass wir wissen, dass wir gute Sachen machen können, dass wir es auch können, dass wir Fußball spielen können, dass wir Spiele gewinnen können. Das können Sie am Freitag unter Beweis stellen. Das Siegerlächeln des Trainers passt schon mal. Und auch wenn Sie sich noch mal mental vorbereiten wollen, den ganzen Podcast mit Michael Oenning gibt es ab 21 Uhr bei uns auf mdrsachsen-anhalt.de. Ja, und im